Hey und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Idion und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Projekt, die Wilhelmer nachzubauen. Heute entstehen die ersten Gebäude für den Botanischen Garten. Am Ende werde ich definitiv wieder ein paar Vergleichsbilder zeigen. Doch all das direkt nach meinem kurzen Intro. Viel Spaß! Hallo alle zusammen, ich muss auf jeden Fall schon mal zugeben, dass ich hier schon dreimal neu angefangen habe, also allgemein nur was das Hauptgebäude des Botanischen Gartens betrifft. Und das ist ja das, was ihr jetzt gerade sehen werdet. Ich werde auf jeden Fall später ein kurzes Vergleichsbild zeigen vom Originalen und auch von meinem alten Projekt. Da gibt es definitiv schon kranke oder allgemein krasse Unterschiede, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe hier leider nicht das passende Teil gefunden, was ich gerne hätte, weshalb ich hier einfach ein bisschen improvisiert habe mit diesen komischen Torbögen, die ihr jetzt gerade seht oder seht. Die sind aus meiner Sicht ein bisschen zu breit. Also man sieht es auf jeden Fall im Vergleichsbild mit dem Originalen. Das müsste definitiv ein bisschen enger sein. Aber bevor ich da jetzt allgemein, wie gesagt, schon gesagt, ich habe es jetzt zwei, dreimal angefangen. Ich glaube, es war wirklich sogar dreimal. Da habe ich es auf jeden Fall frisch hier mal gebaut, abgerissen. Hat es mir auf jeden Fall nicht gefallen. Bis ich mich dann zu jetzt endlich mal entschlossen habe, so zu bauen. Und jetzt, wie gesagt, es passt im Original nicht wirklich krass überein. Aber man sieht hier definitiv schon die Details, dass es wirklich hier dieses Hauptgebäude ist. Weil das müsste definitiv ein Ticken schmäler sein. Ich hätte auf jeden Fall sonst mit diesen Betonplatten ein bisschen rumexperimentieren dürfen. Und das hätte mir auf jeden Fall, oder allgemein, das hat mich definitiv schon mal ein bisschen angekotzt, da ich ja allgemein schon jetzt schon zweimal neu angefangen habe. Und das war halt dann nicht, oder hatte ich einfach keine Lust mehr drauf gehabt, weshalb ich das dann im Endeffekt so gelassen habe. Vielleicht bringt ja Frontier irgendwann mal ja mal ein DLC raus, was passende Teile beinhaltet, damit ich dieses Gebäude irgendwann mal frisch bauen kann, und dann werde ich es definitiv auch so umsetzen. Aber hier an diesem Gebäude an sich habe ich aus meiner Sicht am längsten gebraucht. Für das komplette Rundgang-Pavillon, ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll vom Botanischen Garten, aber die, wo schon relativ oft dort sind, wissen, was ich meine. Das habe ich definitiv ein kleines Teilchen gebaut, oder allgemein so, wie es mir halt gefallen hat und auch passend. Habe ich definitiv als kleinen Bauplan genutzt und auch durchgehend kopiert und auch so eingesetzt. Also das lässt sich auf jeden Fall ansehen. Das Einzige, was jetzt halt im finalen Zustand noch fehlt, sind die ganzen Bänke, das ist klar. Und natürlich das ganze Grünzeug, was ja im Botanischen Garten verteilt ist, inklusive den drei Brunnen, diesen mittleren oder diesen kleinen und den ganz großen. Da ist ja ganz viel Seerosen und was weiß ich, was alles da drin ist. Wer weiß, keine Ahnung. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich meine. Ich habe diese Gebäude ringsherum errichtet, inklusive Zugang zu diesem Nachttierhaus oder Kakteenhaus. Ich glaube, das ist, so nennt sich sogar Kakteenhaus. Aber ich weiß, dass da halt Nachttiere drin sind. Und jetzt, ich weiß nicht, wie es zu Corona-Zeiten ist, ob das Ding offen ist oder nicht. Kann ich leider nicht dazu sagen. Im nächsten Speedbuild werden wir auf jeden Fall, oder werden wir uns auf jeden Fall diesem Grünzeug widmen, damit hier auf jeden Fall ein bisschen Leben reinkommt, und dann sieht man das sofort oder erkennt man es definitiv, diesen krassen Unterschied, weil das ist ja sozusagen der Mittelpunkt des Zoos, und wenn es einfach nur nackt ist, sieht es einfach nur ein bisschen bescheuert aus. Das seht ihr auf jeden Fall später, wenn ich wieder live rumlaufe und euch die Vergleichsbilder zeige. Das sind aber nur die Vergleichsbilder von den Gebäuden, ich habe nichts von der Landschaft. Das kommt definitiv im nächsten Part. Der wird aber, denke ich mal, ein bisschen kürzer ausfallen, weil hier ein paar Bäumchen, ein bisschen Gestrüpp zu platzieren, geht eigentlich relativ zügig, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall besteht schon der Auftakt zum oberen Bereich des Botanischen Gartens mit diesen Statuen und, keine Ahnung, da sind so viele Blumen und keine Ahnung, was noch alles allgemein dazugehört. Ich denke mal, das wird an sich am Speedbuild schnell gehen, aber das zu bauen, wenn ich wirklich die richtigen Pflanzen an den richtigen Stellen hinhaue, wird es auf jeden Fall ein bisschen dauern, aber ihr wisst ja, wie es so ist.
aber ich bin jetzt irgendwie der Meinung, langsam füllt sich es. Wir haben noch nicht mal großartig Tiere hier drin. Wir haben jetzt mittlerweile nur die Flamingos und das Affenhaus, also die Gorillas und die Bonobos. Mehr ist bis jetzt, und die, allgemein die Pinguine, ja. Mehr ist bis jetzt eigentlich nicht wirklich großartig hier implantiert, finde ich jetzt. Ja, da kommt da ganz vieles dazu. Kängurus, Lamas, Eisbären gibt es ja mittlerweile ja nicht mehr. Geparden, Löwen, Giraffen, Elefanten und. Da kommt noch ganz, ganz viel. Also Stoff habe ich definitiv genug, auch wenn ich hier irgendwann mal, ja, irgendwann sind vielleicht keine Elefanten mehr da, sondern Dinosaurier, dann wird halt das irgendwie geupdatet. Ja, mal gucken, je nachdem. Ich habe aber jetzt wirklich nur 4, also ja, 2 Originalbilder. Also vom Gebäude von Real Life und 2 von meinem alten Projekt. Nur ein bisschen, um zu vergleichen, da könnt ihr euch das ein bisschen mal angucken, wie wo was ist. Klar, es ist wieder nicht zu 100% identisch, das würde man kaum hinkriegen, das ist klar. Aber wenn es natürlich so wäre, wäre es auch klasse. Aber wie gesagt, man erkennt es, das ist wie, auf jeden Fall wichtig, der Wiedererkennungswert. Das ist mir am wichtigsten, dass viele, die immer dorthin gehen und auch für Neulinge, und allgemein auch zu Corona-Zeit nicht unbedingt Bock haben, dahin zu gehen, finde ich das eine gute Alternative. Ich habe aber definitiv die Rückwand, also da, wo das Aquarium ist, offen gelassen. Ich habe da nicht großartig was dran rumgewerkelt. Also die Gebäude haben an sich nur eine Front, weil sonst, wenn ich das Gebäude komplett ausbaue, für was denn? Ich muss dann ja irgendwann das Aquarium bauen, dann muss ich hier wieder Teile abreißen, weshalb ich das im Endeffekt komplett gleich offen gelassen habe. So spare ich mir da, falls ich an diesen Part irgendwann rankomme, ja, Zeit sozusagen. Also mein ursprünglicher Plan war ja eh, das Aquarium eigentlich zu bauen. Ich habe mich halt jetzt grob umentschieden, erst den Mittelpunkt zu errichten und dann anschließend das Schwere, weil ich denke, beim Aquarium werde ich definitiv sehr, sehr lange dran sitzen, vor allem wenn ich versuche, ein richtiges Aquarium zu bauen. Ich werde aber keine Mod-Tiere einsetzen, wie Fische und so. Ich weiß, das gibt es ja mittlerweile, aber ich werde da diese Bildschirme nutzen und dort einfach Aquariums reinsetzen, also so bewegende Bilder. Hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert, als ich das mal getestet habe, und so werde ich es definitiv auch umsetzen. Das Problem ist halt wieder, wenn ich das als Ding hochlade, irgendwann mal werdet ihr diese Bilder nicht haben, es sei denn, ich mache das speziell, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich diesen Aufwand wirklich nutzen werde, ich bin mir da nicht sicher. Aber falls ihr dann irgendwann mal den PA2 selber runterlädt, könnt ihr euch das ja selber implantieren und dann, ja. Aber bis dahin ist noch wirklich ewig Zeit. Und da will ich jetzt auch nicht wirklich großartig um den heißen Brei herumreden. Das sehen wir ja dann, was die Zeit sich so ergibt. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für das restliche Speedbuild, das ist jetzt klar. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir live herumlaufen und uns das gemeinsam anschauen und die Vergleichsbilder natürlich mit einem implantieren. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bleibt dran. Bis später. Ciao. Oh.
Heyo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück. Wie ihr das hier auf jeden Fall schon mal sehen könnt, geht das hier ringsherum. Ich habe hier mit Absicht schon mal die Pflanzen nicht mit eingebaut, weil sonst würde es vermutlich das Beatbild sprengen, also allgemein die Länge, weshalb ich das auf jeden Fall im nächsten Part erledigen werde und dann sehen wir mal weiter. Aber dennoch würde ich euch das hier definitiv nicht vorenthalten. Denn ich habe hier auf jeden Fall schon eine Weile an diesen Gebäuden herumgewerkelt. Ich habe natürlich auch wieder schöne Vergleichsbilder von meinem alten Projekt und auch Originalbilder. So, dies ist auf jeden Fall das größte, würde ich jetzt mal sagen, oder allgemein das Haupthaus von diesem, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Pavillon. Also allgemein die Gebäude vom Botanischen Garten. Moment. So. Hier hättet ihr das erste Bild. Ich gehe mal kurz in die Außenperspektive, weil dann sieht man ein bisschen mehr. Ich glaube, die Höhe passt. Okay, hier, das ist ein bisschen breiter, das ist klar. Aber das musste ich so machen, weil ich hatte hier nicht wirklich passende Teile für dieses Exemplar hier, würde ich jetzt mal sagen. Weshalb ich dann einfach die genutzt habe, sonst hätte ich hier irgendwas rumwerkeln müssen mit diesen Platten. Aber das wäre mir dann ein bisschen zu blöde, weshalb ich dann einfach hier diese Bogen benutzt habe. Und es ist halt ein bisschen breiter geworden. Finde ich nicht schlimm, aber es ist Ansichtssache. So. Und das ist das Bild von meinem alten Projekt. Also von dem ersten Behelmer allgemein, was ich erstellt habe. Und da sieht man wirklich schon einen gravierenden Unterschied. Hier habe ich hier die Details hinzugefügt. Also hier. Aber in dem alten Ding leider nicht. Das habe ich einfach nur aus reinem Backstein gebaut und dann war es, würde die Sache für mich gegessen gewesen. So. Das Ding wieder ausgeschalten und dann gucken wir uns mal weiter um. Hier die Rückseite. Hier ist noch offen oder hier, selbst hier. Das ist alles noch offen. Habe ich mit Absicht so gelassen, weil vor allem hier, weil hier kommt ja noch das ganz große Aquarium hin. Irgendwann mal. Und bevor ich das jetzt hier irgendwie dazu kleiste und dann wieder abreißen muss, habe ich das halt gleich offen gelassen. Und ich finde das halt nicht schlimm, weil von vorne sieht man das natürlich nicht. Hier habe ich noch ein paar Blümchen hineingesetzt. Hier ist natürlich alles vollgestopft mit Bänken. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das werde ich irgendwann mal nachholen. Aber das ist halt immer so eine Frage der Zeit, wann ich das natürlich machen werde. Hier habe ich schon mal ein paar provisorisch hingesetzt, hier auch natürlich. Das Lustigste ist, ich habe hier sogar ein bisschen die Decke hier verziert. In Wirklichkeit ist es natürlich auch so, jetzt nicht so original, oder allgemein, so wie das hier jetzt aussieht, das sieht ein bisschen anders aus. Aber fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, weshalb ich das dann so gelassen habe. Denn, ich weiß gar nicht, hier ist glaube ich auch, oder? Mal kurz gucken, bin gerade unsicher. Ah, ja, ihr habt mal das gerade gesehen. Hier, genau, ohne diesen Gebäuden ist überall diese Verzierungen. Da hinten noch, da glaube ich nicht mehr. Aber sonst allgemein sind hier die Dinger. Guckt, hier habe ich sogar schon provisorisch das Teil da noch liegen. Es muss weg. Und sonst allgemein, hier kommen ringsrum komplett ganze Zeit Bänke, das weiß ich. Hier ist überall noch Bewucherung, Pflanzung, keine Ahnung, allgemein. Das wird aber nach und nach entstehen. Ich habe hier noch, Moment. So, ungefähr jetzt. Es fehlen hier, aber wie ihr sehen könnt, fehlen hier die Bänke. Die Mauer passt an sich mit dem Backstein. Ich habe halt hier diese Säule ein bisschen rausstehen lassen. Fand ich ein bisschen hübscher, als wie es hier auf dem Originalbild zu sehen ist. Da sieht man das ein bisschen, ja, eben. Finde ich jetzt nicht so unbedingt schön. Und dann allgemein hier dieses Blatt oder diesen Stern, was es halt darstellen soll, habe ich halt auch jedes Mal in die Mauern integriert. Wie gesagt, die Bänke fehlen hier noch. Der Zaun, das sieht halt jetzt nicht so metallisch aus. Das hätte ich vielleicht anders einfärben sollen, aber das habe ich halt so gelassen. Hat mir so gefallen und das bleibt jetzt im Endeffekt jetzt auch so. Hier natürlich das ganze Gestrüpp, aber das habe ich ja schon erwähnt, kommt im nächsten Part. So, und dann hier ist das vom alten Projekt. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal den Unterschied. Bei dem alten sind hier diese Sterne und diese Säulen einfach nicht errichtet worden und auch das Dach an sich. Ich habe mir das nochmal angeguckt in meinem alten Speicherstand. Das sieht furchtbar aus. Hier sind wirklich offene, kahle Stellen, was hier jetzt nicht der Fall ist. Hier flimmert es zwar ein bisschen, aber finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Man sieht es halt erst, wenn man näher rangeht. Aber sonst finde ich das im Endeffekt gar nicht so schlecht. So, ich mache das mal wieder aus. So.
Wie gesagt, es geht einmal ringsrum und dann hat man hier noch einen kleinen Durchgang. Der geht natürlich die Treppen hier hoch. Das hier, diese Säulen, sind jetzt nur provisorisch errichtet worden. Mir persönlich gefällt das noch nicht. Ich muss mir da was anderes einfallen lassen. Ich habe das nur so kurz hingehauen, damit ich irgendwie einen Übergang machen kann, um das hier halt zu bauen. Also, meinem alten, da habe ich einfach nur so eine Statue draufgesetzt und. Also nichts Weltbewegendes. Und hier kann man ja, glaube ich, auch in Wirklichkeit ja auch hoch. Laut Google Maps, so wie ich es verglichen habe, gehen hier Treppen hoch und dann kann man hier an sich ja stehen und auch hier diesen botanischen Garten beobachten, wo jetzt noch gar kein botanischer Garten ist. Das ist ja einfach nur das Flach. Hier ist noch ein Brunnen. Hier ist ein Riesenbrunnen. Da hinten ist wieder so ein kleiner Brunnen. Aber das wird jetzt nach und nach entstehen. So, wie gesagt, das ist nur provisorisch, wird noch auf jeden Fall noch weggerissen. Hier ist genau das Gegenstück davon, genau das Glitzegleiche. Und die Teile sind halt komplett miteinander verbunden. Dieses komplette Pavillon geht einmal ringsherum. Ich weiß nicht, ob die Besucher da irgendwann mal herumlaufen werden, wenn eventuell mal, keine Ahnung, vielleicht setze ich mal ein Vivarien aus der See mal rein, dann können sie auf jeden Fall hin. Und dann allgemein hier dieses Gebäude mit dem Durchgang zur anderen Seite, wo hier auch, glaube ich, das alte Affenhaus ist und. Das habt ihr auf jeden Fall im Speedplay gesehen, wie ich das errichtet habe. Und auf der anderen Seite, ich gehe mal kurz rüber, ist ja allgemein auch hier so ein ähnliches Gebäude mit einem Mini-Balkon und das ist, glaube ich, alles für Stuff-Only, wer weiß, keine Ahnung, weil hier ist ja, glaube ich, alles nicht zugänglich für Besucher. So, aber an sich finde ich das definitiv besser gelungen als mein altes Projekt. Klar, das hier, wie gesagt, ist ein bisschen breiter geworden, als es eigentlich sein sollte. Finde ich persönlich jetzt aber nicht schlimm. Eventuell würde ich das, wenn mal passende Teile durch einen DLC veröffentlicht werden, würde ich das auf jeden Fall irgendwann mal ändern. Aber das hier war halt mein Standardproblem, dieser Torbogen. Eventuell fuchtel ich da mal ein bisschen dran rum. Keine Ahnung, mal schauen. Und. Wer weiß, wie sich das hier noch entgibt. Es gibt noch nicht alle Tierarten, die Wilhelma ja besitzt, im Spiel. Also nicht implantiert, Mods vielleicht ja, aber nicht so. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir mal irgendwann mal Glück und das Passende ist dann dabei. Und dann wird halt nach und nach irgendwelche Sachen geupdatet und. Wer weiß. Mal gucken. Aber vielleicht, wenn ich aber bis dahin irgendwann mal komplett fertig bin, habe ich ja eventuell mal das Glück und wenn, sagen wir mal, als Beispiel mal das letzte DLC draußen ist oder rauskommen wird, habe ich vielleicht dann alle Tiere da. Zum Beispiel Pelikane wären mal nicht schlecht. Würde mich auch auf jeden Fall freuen. Die könnte ich perfekt umsetzen. Was hätten wir da noch als Tiere? Ich weiß es gerade gar nicht. Biber zum Beispiel gibt es ja, glaube ich, auch in der Wilhelma. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Und dann vielleicht so Wildesel und. Da gibt es wahrscheinlich noch alles Mögliche. Aber mittlerweile sind echt viele Tiere dazugekommen, was die Wilhelma eigentlich ja auch besitzt. Also, ich denke mal, die Sammlung wird jetzt nach und nach komplettiert. Erdmännchen gibt es ja mittlerweile jetzt auch schon. Und, keine Ahnung, so Phönige gibt es, glaube ich, auch. Oder Phoenix, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Die gibt es ja, glaube ich, im Giraffenhaus. Die werden da definitiv auch noch impliziert. Aber ich glaube, die werden ein bisschen. Ach, ich weiß, genau. Ich muss gucken, wer weiß. Das Breitmaulnashorn ist, glaube ich, nicht da. Das ist ja eher das Java-Nashorn, also das Panzernashorn. Aber ich gucke jetzt einfach mal. Das ist erstmal so. Oder, ja. Wer weiß. Mal schauen, was die Zeit sich so ergibt. Aber ich verabschiede mich jetzt einmal. Jetzt seid ihr wieder gefragt, wie hat euch das Speedbuild gefallen? Schickt dem Kanal auch ein Abo. So verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Euer Idiot. Ciao.